Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Gott, von dem aller Trost kommt, der uns Kraft gibt, gerade auch in schweren Stunden. Wir sind zusammen hier, um Abschied zu nehmen von einem lieben Menschen. Ganz plötzlich, unvermutet, ist er aus dieser Welt abgerufen worden. Stefan Müller-Erfeld. Am 9. Mai, am Muttertag, ist er aufgebrochen in die Berge, wollte was Schönes erleben, ist zusammengebrochen, hat das Bewusstsein verloren, ist dann am darauffolgenden Tag endgültig aus dieser Welt gegangen. Eine Lücke, die niemand und nichts schließen kann. Er ist einmalig gewesen. Ihn hat es nie gegeben, seit es Menschen gibt, egal ob hier oder anderswo, ihn wird es nie wieder so geben. Der Tod nimmt uns etwas, was unseren Alltag eigentlich zum großen Teil ausmacht. Und das ist, dass wir immer wieder, in der Früh auch das Bild dafür, aufstehen, neu anfangen. Jeder Tag eigentlich ein kleines, eigenes, neues Leben. Dann geht es wieder von vorn los, nachdem wir uns hingelegt haben. Wenn der Tod spricht, und er spricht machtvoll in dieser Welt, das wissen wir, geht das nicht mehr. Der Tod ist irreversibel, kann man nicht zurückdrehen, kann es noch einmal ablaufen lassen. Und doch sagen wir, wenn wir irgendeine Anbindung haben an die Inhalte, die wir im christlichen Glauben bekommen, Tod ist nicht ein Absturz ins Nichts, dass es letztlich völlig egal wäre, ob ein Mensch gelebt hätte oder nicht, ob Stefan gelebt hätte oder nicht, nur noch eine kurze Zeit, dann werden wir auch nicht mehr da sein und niemand wird sich an uns erinnern. Nein, wir sagen und teilen diese Hoffnung mit ganz vielen Weltanschauungen und Religionen. Tod ist der Beginn von etwas Neuem, das freilich ganz und gar unbekannt ist, ungeahnt. Menschen haben versucht, dass sie sich das ausmalen, aber wir dürfen da auch skeptisch bleiben, zu Recht. Aber wenn wir dem trauen, was uns überliefert ist in der Heiligen Schrift, aus dem Judentum auch für uns Christen wichtig und dann von Jesus selber, dürfen wir sagen, es wird gut sein, unvorstellbar gut. Besser als das Schönste, was wir in dieser Welt erleben können. Sagt sich leicht, ist schwer vorzustellen. Aber es geht hier um Hoffnung, nicht um Faktenwissen, um Bescheidwissen. Wenn wir gläubig sind, dann dürfen wir das jetzt für Stefan erbitten. Die frühen Christen haben sich das so vorgestellt, dass Christus selber, den sie ja noch gekannt hatten als Lebenden, ihnen begegnet und dass er ihnen den Frieden zuspricht. Eirene sie, der Friede mit euch. Die Osterkerze, die brennt hier in der Mitte, symbolisiert den Christus, den Maschiach, den Gesalbten. Wir dürfen uns vorstellen und glauben, dass er Stefan abholt und zum Vater führt, dass er ihn umarmt, dass er ihm genau das sagt, der Friede sei mit dir. Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes beten wir mit den uralten Worten des 27. Psalms. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe, verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Im Vertrauen auf die Gegenwart Jesu Christi rufen wir zu ihm,
Herr Jesus Christus, du hast für uns gelebt und bist für uns gestorben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist vom Tod auferstanden. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist uns vorausgegangen, heim zum Vater im Himmel. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, du Herr über Leben und Tod, höre unsere Gebete beim liebevollen Gedächtnis an dein Kind Stefan. Wie der Tau die Erde erfrischt, so erfrische du ihn mit deinem Erbarmen und nimm ihn auf in die Gemeinschaft deiner Heiligen, die für immer im Licht sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir, dem Vater, in der Liebe des Heiligen Geistes eins ist und Gott ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande weg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und er lehrte sie. Er sagte, selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften,
denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Die berühmten Seligpreisungen, wie sie bei Matthäus überliefert sind, einer der großen Basistexte des Christentums, wird beschrieben, ja, wie die Schöpfung sein sollte, wie sie eigentlich von Gott gedacht ist. Etwas, was uns zieht, ja, wo wir merken, es ist zwar in dieser Welt immer wieder zu finden, da leuchtet etwas auf, aber der Weg dorthin, bis einmal alles so erfüllt sein wird, ist noch weit. Stefan Müller-Artelt ist am 20. November im Jahr 1968 in Hannover geboren worden. Das erste Kind seiner Eltern. Vater ist in der Entwicklungshilfe tätig gewesen und so ist die Familie schon ab dem nächsten Jahr 1969 nach Guinea, nach Conakry gekommen, ist dort ein Jahr geblieben und ist dann wieder zurück nach Hannover gegangen. Ja, 1977 ist man nach Teheran in den Iran aufgebrochen. Es war eine Zeit schon, die Stefan sehr wach mitbekommen hat, wo er seine Umgebung intensiv erkundet hat. Er hat dort Freunde gefunden, vor allem einen Freund, einen Iraner, dem er eng verbunden gewesen ist, hat die deutsche Schule dort besucht bis 1979. Dann ist die Familie wieder zurück nach Niedersachsen, wo dann Stefan bis zum Abitur gelebt hat in seiner Familie. Er hat auch das Christentum, das katholische Christentum näher kennengelernt, war engagiert in einer Jugendgruppe, St. Godehard, administriert, so wurde es mir berichtet, Messdiener gewesen und hat auch damals schon seine Begabung, Musik zu machen, entdeckt und eingesetzt, hat eine Band gegründet, Mitropa hat die geheißen, so im Stil der neuen deutschen Welle, damals sehr angesagt war. Stefan war jemand, der im guten Sinne neugierig war, der vieles ausprobiert und erkundet hat. Dass das für die Eltern nicht immer ganz leicht gewesen ist, kann sich jeder vorstellen. Er hat sein Abitur abgelegt und hat sich dann für den Zivildienst entschieden, weil er aber da sich damit wenig beschäftigt hat, so wird es mir erzählt, ist er weit weg hin eingeteilt worden, hierher nach München ist er gekommen. Und dieses Wegsein, das war gar nicht so verkehrt für ihn, das hat sich gut angefühlt. Er hat in einem Altenheim hier in München seinen Zivildienst geleistet und wissen auch, dass die Zivildienstleistenden damals eigentlich nach kurzer Zeit als Vollkräfte, als Günstige eingesetzt worden sind, alles machen müssen, die älteren Menschen betreuen und pflegen. Er hat auch mitbekommen, wie es ist, wenn das Leben in dieser Welt zu Ende geht. Sterbebegleitung, so nennt man das heute. Er hat sich in eine Frau aus Eritrea verliebt, die er kennengelernt hat, und es ist ein Kind geboren worden, David, allerdings gleich wieder aus dieser Welt gegangen. Er hat dann eine Ausbildung im Filmgeschäft gemacht und war dann als Kameramann tätig von 1990 bis 1992. 1994 hat er kreativ und aufbruchslustig, wie er war, eine eigene Firma gegründet, Argus Mondial, eine Filmproduktionsfirma. Man hat eine ganze Reihe von Projekten verwirklichen können,
viele Pläne auch geschmiedet und ausgearbeitet, hat Dokumentarfilme gedreht. Einen Preis hat er bekommen für eine Dokumentation über Giftfrösche. Herr Stephan hat sich früh schon entwickelt, eine große Liebe zum Kontinent Afrika. Nach Afrika zurückzukehren, das war für ihn ein Traum, den er dann 1999 sich erfüllt hat. Er ist nach Eritrea, nach Äthiopien, nach Namibia gereist, hat sich das Land intensiv noch einmal angesehen, war dort tätig, hat einen Verein für Kinder gegründet, für die sogenannten SWAPO Kids. Das waren Waisenkinder, die man in der DDR nach Deutschland geholt hat und dann, als die DDR zusammengebrochen war, wieder zurückgeschickt hat und mehr oder weniger sich selber überlassen hat, sich dafür einzusetzen, dass diese Menschen, diese Jungen irgendwie aufgefangen werden und eine Zukunftsperspektive bekommen. Das hat er als eine wichtige Aufgabe erkannt. Seine Filmfirma hat dann Insolvenz anmelden müssen. Das muss man wahrscheinlich so sagen, was in Amerika nichts Besonderes ist, ist in Europa immer noch mit starken Problemen und Makeln behaftet. War ein großer Einschnitt auch für Stephan, für ihn persönlich, natürlich auch für die Mitarbeiter, hat ihn stark angegriffen, finanziell, aber auch menschlich, hat an sich wohl in dieser Zeit auch gezweifelt. Aber er war ein Kämpfer, er hat sich wieder aufgerafft, hat sich beruflich neu orientiert, wollte auch hier in München dann bleiben und hat wieder ein neues Projekt gemacht in Selbstständigkeit. Und hat Pläne, große Pläne gehabt, aber die Firma ist nicht so auf sicheren Beinen gestanden. Man hat immer weiter ums Überleben auch kämpfen müssen. Ein großes Projekt, das für ihn wichtig war, was ihm auch Kraft gegeben hat und wieder neues Selbstvertrauen, war ein Bericht über die Expo in Hannover und überhaupt die Begleitung der Weltausstellung. Ein großes Glück war für Stephan, dass er im Jahr 2000 eine neue Partnerin gefunden hat, wo sich gezeigt hat, dass das tatsächlich dann die Frau ist, die an seiner Seite, mit der er gemeinsam auf dem Lebensweg weitergehen will, Tanja Deckschmann. Tanja hat eine Tochter mit in die Beziehung eingebracht, Denise, und die ist dem Stephan auch sehr ans Herzen gewachsen. Er hat sie als eigene Tochter angesehen, gefördert, so er nur konnte. Im Jahr 2006 ist dann der gemeinsame Sohn Noah geboren worden. Auch das ein großes Glück für Stephan, seinem Leben einen ganz neuen Sinn noch einmal gegeben. Und er hat entdeckt bei sich und gemerkt, wie wichtig es ist, ganz neu noch einmal auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Im Jahr 2020 hat er dann die erste feste Anstellung in seinem Leben angetreten, was auch stabilisierend auf ihn gewirkt hat. Aber kreativ natürlich ist er geblieben. Er hat in verschiedenen Projekten ganz selbstständig arbeiten können. Er ist dann Geschäftsführer in einem Teil dieser Firma geworden. Er hat sich neu ausgerichtet, von den Perspektiven her, hat Therapien in Anspruch genommen, seine Lebensgewohnheiten geändert, hat gemerkt natürlich auch, dass er nicht mehr der Jüngste ist, dass er seine Kräfte einteilen muss, dass er stärker auf eine gesunde Lebensweise achten muss. Das sind Dinge, die für ihn früher nicht so den ganz hohen Stellenwert gehabt haben. Sein Leben in Bahnen hineinzuführen, die überschaubar sind, wo er für sich und für andere auch sorgen konnte, das ist ihm jetzt sehr wichtig geworden. Stephan war ein Mensch mit einem sehr, sehr weiten Horizont, war auf der ganzen Welt daheim, hätte überall sich zurechtfinden können und leben können, auch wenn seine besondere Liebe dem afrikanischen Kontinent gegolten hat. Sein Weltenbummler gewesen. Als er das erste Mal nach Eritrea gefahren ist, so wurde es mir berichtet, hat er daheim bei der Mama angerufen, dass er gut angekommen ist. Und er hat gesagt, endlich in Afrika. Das sagt
viel, dass er über Tanja auch eine Tochter mit afrikanischen Wurzeln dann bekommen hat, Denise. Das hat natürlich wunderbar gepasst. Mit großer Liebe hat er sich ihr gewidmet und sie auch mit großgezogen. Überhaupt haben Kinder dem Stefan sehr viel bedeutet. Seinen Sohn Noah hat er gefördert, wo er konnte, hat er wie Denise über alles geliebt. Es war ihm wichtig, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Er war im guten Sinne ein geselliger Mensch. Er war lustig, humorvoll, hat die kostbare Gabe gehabt, fast etwas, was man noch anfügen müsste, auch bei dem, was Jesus selig preist, andere aufzuheitern, in die Höhe zu ziehen, dass das Leben nicht so schwer und dunkel sich anfühlt. In seiner Gegenwart haben sich andere Menschen wohlgefühlt. Er konnte laut und deutlich auch die Stimme ergreifen, eine kräftige Stimme gehabt, war daneben aber auch sehr nachdenklich und tiefsinnig. Er hat die Gabe gehabt, dass er andere wahrnimmt, dass er anderen Menschen zuhört, sich auf andere einlässt. Dabei war er immer darauf aus, auch Neues kennenzulernen. Er war wirklich vielseitig interessiert. Weil er sich leicht getan hat, Menschen anzusprechen, hat er einen großen Freundeskreis gehabt. Viele Kollegen, auch denen er immer verbunden geblieben ist. Eine extreme Seite bei ihm ist auch immer wieder durchgekommen. Seine Schwester beschreibt so: Stefan war einer, der konnte es ausschließlich intensiv. Alles andere kam für ihn so gar nicht in Frage. Er war offen, gerade heraus. Wenn er sich verstellen hätte müssen, dann wäre ihm dies zutiefst zuwider gewesen. Er hat sich das geleistet, unangepasst zu sein und sich nicht an irgendwelchen Konventionen zu orientieren. Freilich war diese neue Beziehung und seine Kinder noch einmal etwas, was sein Leben stark stabilisiert hat, die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe schon gesagt, das Steuer in seinem Leben wieder stärker auch in die eigene Hand nehmen, mitgestalten, auch bewusst und auch planend das, was kommen wird. Das war die Phase, in der Stefan jetzt drin war. Für viele war das überraschend, dass das jetzt bei ihm so zum Vorschein gekommen ist. Am 9. Mai ist Stefan, war der Muttertag, aufgebrochen mit einem guten Freund zu einer Radtour. Ist mit der Bahn bis zum Bahnhof Holzkirchen gefahren, hat dort seinen Freund Toni getroffen. Und er hat sich an diesem Tag dann nicht so wohl gefühlt. Eigentlich sollte es ein Erholungstag werden, auch ein bisschen sich auspowern, aber vor allem draußen in der guten Luft sein, die Sonne genießen. Er hat über Brustschmerzen geklagt, musste öfter husten. Man hat sich den Taubenberg als Ziel ausgesucht, südlich von Holzkirchen. Eigentlich kein großer Berg, eher so eine kleinere Erhebung. Hat den Ehrgeiz gehabt, natürlich körperlich nicht zurück zu sein, mithalten zu können, aber musste dann doch darum bitten, dass langsamer gefahren wird. Bei einer Wiese am Taubenberg hat er dann darum gebeten, dass sie eine Rast einlegen. Komm, hier die schöne Wiese, dem hohen Gras, die schöne Sonne. Hier würde ich mich gerne ausruhen. Wenn ihr das Bild zur Hand nehmt, entweder ist es euch schon ausgeteilt worden oder es wird euch nachher noch ausgeteilt, ist mehr oder weniger ein Zufall. Dann hat Toni um ein Bild gebeten, das er gemacht hat, und er hat von dieser Wiese ein Foto gemacht, wo Stefan ausruhen wollte. Wir haben nach der Lesung einen berühmten Psalm gehört: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er lässt mich lagern an grünen Auen, er führt mich zu einem Ruheplatz am Wasser. Ich selber habe fast, kann ich zugeben, eine Gänsehaut bekommen, als ich dieses Bild dann
gesehen habe und mir das gesagt worden ist, dass Stefan hier rasten wollte und auch sich noch hingesetzt hat, bevor er dann das Bewusstsein verloren hat. Hier würde ich gerne ein wenig verweilen und bleiben. Sonne stand hoch am Himmel. Stefan war an einem Wendepunkt, so können wir es vielleicht sagen, in seinem Leben angekommen, auch von den Lebensjahren her eines normalen menschlichen Lebens, aber auch von seiner persönlichen Lebensplanung. Er hat ein, so lesen wir es auch hier, ein bewegtes Leben gehabt, hat vieles geben können, hat Kinder bekommen, ist auf Berge hinaufgestiegen, er war ein Kämpfer, war niemals bereit, vorschnell aufzugeben, hat sehr viel ausprobieren dürfen. Er hat intensiv gelebt, war viel unterwegs, hat aber auch gemerkt, dass er an einem Punkt angekommen ist, wo er mit den Kräften mehr haushalten wird müssen. Das Kostbarste, was bei ihm zum Vorschein gekommen ist, war sicher die Liebe, die zunächst einmal dem engsten Kreis seiner Familie gegolten hat, aber auch Dingen, überhaupt Dingen, er begegnet ist. Dass er ein Mensch war, der für andere da gewesen ist, der sensibel war und gemerkt hat, wo jemand seine Hilfe brauchen hat können, ohne dass er sich aufgedrängt hätte. Unser christlicher Glaube sagt genau da, wie auch bei dem, was wir aus der Bergpredigt gehört haben, aus dem Mund Christi, genau da sind wir am intensivsten mit dem verbunden, den wir den guten Ursprung von allem nennen, den wir im Glauben unseren Gott nennen, den Jesus Abba, Papa, Vater nennt. Da sagt unser christlicher Glaube, da berühren sich Zeit und Ewigkeit mitten im Lauf der Zeit. Die Zeit ist ja eigentlich das Vergehen, das Hinschwinden, das Älterwerden, ja, das etwas Schönes nicht festhalten können, kennzeichnend. Aber wo so etwas passiert, wo ich mich selber vergesse, für andere da bin, was uns auch von Jesus dem Christus überliefert ist, da kommt die Ewigkeit bereits sehr, sehr nahe an diese Zeit heran. Wenn wir beten für Stefan heute und sagen, wir bitten für ihn das ewige Leben, dann müssen wir hier in München dazu sagen, ewiges Leben ist ganz sicherlich nicht das, was die meisten sich darunter vorstellen, eine ewig lang verlängerte Zeit. Es gibt die Figur des Münchner im Himmel, dem das Halleluja-Singen dann auf der Wolke stinklangweilig wird, der es nicht mehr aushalten kann und darum wieder zurück auf die Welt darf. Das ist sicher ein sehr schlechter Begriff von Ewigkeit. Das haben die Denker schon seit uralten Zeiten gewusst. Nein, Ewigkeit in dem Sinne, wenn es um das ewige Leben Gottes geht, müssten wir uns eher wie einen unausgedehnten Punkt vorstellen, totale Präsenz, alles gegenwärtig haben, sodass nichts vergeht und hinschwindet und irgendwann einmal nicht mehr da sein könnte. Der heilige Augustinus, einer der großen christlichen Lehrer an der Wende von der Antike zum Mittelalter, 5. Jahrhundert, hat von Gott als einem großen, liebevollen Gedächtnis auch gesprochen. All das Gute, ja, was Gott selber wahrnimmt, und seinen Geschöpfen, was er will, auch das bleibt, dem er Anteil geben will an seiner Ewigkeit, das nimmt er hinein in sein Gedächtnis. Das denkt er und hat es präsent ohne Ende. Das ist vielleicht etwas, wo wir uns herantasten könnten an das, was mit dem ewigen Leben gemein sein könnte. Wenn unser Glaube sagt, dass Gott gut ist, dann hieße in diesem guten Gott seinen Platz finden ohne Ende. Ja, was Besseres könnte uns nicht passieren, warum wir nicht konkret genau wissen, wie das sein wird und wie sich das anfühlen wird. Stefan hat sein Leben gelebt für diejenigen, die ihn lieb gehabt haben. Es ist unfassbar, dass er so plötzlich ganz unvermutet aus dieser Welt herausgerissen worden ist. Die Szene auf der Wiese, Toni hat natürlich erste Hilfe geleistet. Wanderer sind vorbeigekommen und Radfahrer haben auch versucht zu helfen, man hat den Rettungsdienst noch informiert. Stefan ist noch ins Krankenhaus Agatharit bei Miesbach gekommen und hat ihn reanimiert, so müssen wir sagen, den Körper, den Kreislauf noch einmal in Gang gebracht. Aber es war doch so, dass seine Kräfte aufgebracht waren. An dem Montag, am nächsten Tag, hat sein Herz zu schlagen aufgehört und er hat zu atmen aufgehört.
Im Glauben sagen wir das Gute, das durch ihn zum Vorschein gekommen ist, dass er ein Mensch war, durch den es heller geworden ist in dieser Welt. Das wird niemals vergessen sein, auch wenn jede und jeder von uns einmal schon lange nicht mehr in der Welt leben wird. Wir bitten Gott, dass er ihm Anteil gibt an seinem ewigen Leben, dass Jesus seinen Bruder, der in der Taufe geworden ist, bei der Hand nimmt und zum Vater führt, in das unvorstellbare Licht. Dort wird es gut sein. Und er darf, sagt unser Glaube, auch warten, bis wir alle einmal vereint sind und dieses Hochzeitsmahl beginnen kann, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat. Ein Bild für das, was uns erwartet, wenn wir vereint sein werden, bei dem Ursprung, der uns alle in Liebe gewollt hat und auf die Reise eines Lebens in dieser Welt geschickt hat. Und wir beten mit den uralten Worten, O Herr, gib deinem Kind die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden bei dir für immer. Amen. Jesus Christus, der Herr, hat die Seinen eingeladen, dass sie sich mit allem, was sie beschäftigt und bewegt, an den Vater wenden dürfen. Dürfen mit ihm zusammen zum Vater sprechen. So wollen auch wir jetzt in dieser Stunde, in der wir an Stefan denken, uns mit einigen Bitten an Gott wenden, stellvertretend für all das, was jede und jeder ganz persönlich auf dem Herzen hat. Wir beten für Stefan, der viel zu rasch und so plötzlich von uns gegangen ist, dass er nach den Wegen hier auf dieser Welt bei dir die Heimat für immer findet. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für diejenigen, die geschockt in der Trauer zurückbleiben, dass unser Ruf und Fragen an dein Ohr dringt. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen, die sich schwer tun, in dieser Welt einen Platz zu finden, für Menschen, auch die aus ihrer Heimat vertrieben werden, die herumirren und oft auf Ablehnung stoßen, dass sie ihnen offene Herzen begegnen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die vielen Menschen, die voll Unruhe sind und Antwort suchen auf viele offene Fragen, dass sie nicht ins Leere fallen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Und wir beten für alle unsere Verstorbenen, besonders für die aus unseren Familien, dass sie erlöst und befreit für immer bei dir leben dürfen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns all das, was wir persönlich noch auf dem Herzen haben, jetzt hineinnehmen. Das große Gebet, das Jesus den Seinen zum Beten gegeben hat, lasst uns im liebevollen Gedenken an Stefan das Vaterunser sprechen. Dazu bitte ich euch, dass wir uns erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, wir haben für dein Kind Stefan Gebete und Gaben dargebracht. Wir bitten dich, vergib ihm seine Sünden, tilge alles, was noch an ihm haftet, was ihn nach unten zieht. Lass ihn schauen, was du denen bereitet hast, die dich lieben. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Es haben einige Freunde von Stefan noch gesagt, dass sie das Wort ergreifen. Nach dem Lied jetzt, das noch erklingt, würde ich euch bitten, dass ihr selbstständig nach vorne kommt und dann von diesem Pult, den wir hier Ambo nennen, dann einfach das Wort ergreift, nacheinander, so wie ihr das tun wollt. So, jetzt war das gerade auf dem Weg hier zur Kirche so, als wenn der Stefan neben mir im Taxi gesessen hätte. Weil ich habe nämlich bis zuletzt heute im Hotelzimmer den Text geschrieben. Und wie wir das oft so erlebt haben auf der aktuellen Berichterstattung, wenn wir dann in letzter Minute irgendwo in ein Fernsehstudio irgendwo auf der Welt kamen und in letzter Minute aber immer noch rechtzeitig unsere Reportage abliefern konnten. Ja, das war ganz ähnlich so, wie ich das jetzt hier im Taxi auf dem Weg hierher erlebt haben, wir beide zusammen. Lieber Stefan, liebe Tanja, liebe Denise, liebe Noah, liebe Eltern von Stefan, Gudrun und Joachim, liebe Eva, liebe Freunde, liebe Frau. Als mich Tanja vor zwei oder drei Tagen nach Dortmund anrief und fragte, ob ich es mir zutraue, hier heute ein paar Worte zu dir zu sagen, da hatte ich natürlich schon lange vorher darüber nachgedacht, dass ich das als jemand, der sich wohl zu deinen engsten Freunden zählen darf, eigentlich tun sollte. Ich habe mich für solchen Auftritten immer gedrückt, weil ich mich leider etwas zu nah am Wasser gebaut, dafür nicht geeignet gehalten habe. Du weißt, dass mir als Journalist das Texteschreiben
eigentlich immer ziemlich leicht von der Hand gegangen ist. Aber kein einziger ist mir zu schreiben so schwer gefallen wie dieser hier. Zumal ich ihn ja nicht wie sonst üblich in irgendeiner schallgedämpften Kabine ins Mikrofon sprechen, sondern hier vor dir und vor allen anderen vorlesen muss. Aber da ich mit dir, Stefan, ja schon so oft durch dick und dünn gegangen bin, habe ich mir gesagt, komm, den Kerl kannst du jetzt nicht im Regen stehen und einfach so bei ihm fahren lassen. Das liegt natürlich auch an der besonderen Freundschaft, die ich mit dir habe, lieber Stefan, die keine andere so eng mit meinem und mit unserem Beruf verbunden ist. Genau genommen ist sie dadurch sogar erst entstanden, hat sich in den vielen Jahren so wunderbar weiterentwickelt. 1992 oder 93, glaube ich, war das, als mir Tobias von einem jungen, angehenden und engagierten Kameramann erzählte, der irgendwas gerne mal in Eritrea drehen wollte, dem aber noch die redaktionellen Kontakte fehlten. Ob ich dann nicht mal irgendwie, du weißt schon, und so weiter und so weiter. Nur kurze Zeit und einige glückliche Fügungen später saß ich im Flieger nach Asmara. Du warst mit Tobias schon zur Vorbereitung vorausgeflogen. Und ich hatte mit dir die heute unvorstellbar und schon damals kaufmännisch höchst bedenklich lange Drehzeit von, glaube ich, 2 oder sogar 3 Wochen gegönnt, die wir dann durchs damals noch arg zerbombte Land gefahren sind, Bilder und Geschichten einsammelten und daraus eine 10-Minuten-Reportage für das damals frisch aus der Taufe gehobene Fernsehmagazin der Süddeutschen Zeitung nach München zurückgebracht haben. Diese Idee und danach noch viele andere Anregungen kamen von dir, der neben der Kameraarbeit immer auch journalistisch mitgedacht hat. Davon habe ich oft profitieren können. Stefan, du hast bei unseren gemeinsamen Dreharbeiten und auch darüber hinaus in deinem Leben immer wieder viele Menschen anregen, animieren und beeindrucken können. Manchmal allein durch deine schiere physische Präsenz. Da gab es zum Beispiel diesen Cop in der Halloween-Nacht 2004 in der M Street in Georgetown, wo wir ein paar Szenen drehen wollten und der dich, Stefan, aus deiner Kameraposition mitten auf der Straße schützen wollte. Ich kann mich an den Wortlaut nicht mehr genau erinnern, aber du sagtest etwas wie "Please stay back on the sidewalk, sir. This is German TV reporting from the US presidential elections in Washington, D.C. Und da war ein Cop, ich habe mich totgelacht damals, der hat das dann tatsächlich auch ganz artig gemacht. Über deinen beeindruckenden Körperbau hinaus hast du, lieber Stefan, aber viele andere Talente und Charaktereigenschaften, mit denen du immer wieder Menschen inspirieren konntest. So wie du dich umgekehrt auch von anderen immer wieder hast begeistern und beeindrucken lassen. Dabei sind es sicher nicht nur bei unserer Arbeit, aber nur davon kann ich hier reden, Kontakte entstanden, die du oft noch viel länger als ich selbst gehalten und gepflegt hast. Mir fallen da zum Beispiel Catherine Schmitz, mittlerweile Catherine Weiss in Washington ein, die jetzt ziemlich sicher vor ihrem Rechner sitzt und den Livestream hier aus St. Emmeram mitverfolgt. Mir fällt Jochen Gomoll ein, der nach unserer Reportage aus Namibia auf uns zukam und mit dem wir sogar einen Verein gegründet haben, Kinderhilfe in Namibia, den du meines Wissens länger noch begleitet hast als ich. Mir fällt außerdem und in diesem Zusammenhang Hinrich Tölken ein, der heute leider nicht hier sein kann und von mir dich in aller und alle herzlich grüßen soll. Nicht zuletzt ist da auch noch Matthias Gruden aus Straßburg, da hinten sitzt er, von dem ich dich aus Straßburg, der mir zuletzt noch sagte, dass man jemanden wie dich nicht an jeder Ecke findet, dem gegenüber man so spontan ein freundschaftliches Gefühl empfindet. Auch Solomon Schiff hat dich begeistert, der Rabbiner aus der jüdischen Gemeinde in Miami, mit dem du noch lange in Verbindung warst und der, wie ich leider heute beim Nachlesen erfahren habe, am 1. April im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Nicht zuletzt habe ich selbst dich wohl auch hier und da inspirieren können. Zumindest habe ich mir Mühe gegeben, denn sonst hätten wir nicht so viele Reportagen drehen können. Wunderbare Drehs, die neben aller Professionalität, allen Widrigkeiten und Anstrengungen zum Trotz immer unglaublich viel Spaß gemacht haben. Vermutlich hast du dich deswegen auch für meine Familie und meine Eltern interessiert, die du mir vom Hörensagen kanntest und die du schon lange mal kennenlernen wolltest. Noch vor kurzem hattest du mir am Telefon gesagt, dass du nach dem Ende des Lockdowns beruflich nach Köln und bei der Gelegenheit auch nach Dortmund kommen wolltest. Mach hin, Junge, habe ich dir gesagt. Meine Mutter ist sehr krank, ich weiß nicht, ob sie noch lange lebt.
Jetzt ist es nun ganz anders gekommen. Meine Mutter ist noch da, du aber nicht mehr. Der Name ist meiner Mutter noch geläufig, nur ist neben ihrer Erkrankung auch ihre Demenz zuletzt weiter fortgeschritten, sodass einige ihrer Gedankengänge nicht mehr ganz so logisch klingen. Ich soll dich jedenfalls schön von ihr grüßen und dir ihr herzliches Beileid ausdrücken. So, das ist hiermit jetzt geschehen. Jetzt musst du mal gucken, was du damit machst. Und zum Schluss habe ich noch einmal wieder etwas von dir gelernt und durch dich gelernt, dass ich nämlich, anders als ich immer dachte, doch einigermaßen Trauerreden halten kann. Würde es dir dafür einer Verdammung noch mal auch was anderes einfallen lassen können, als ausgerechnet zu sterben. So, mein lieber alter Freund, jetzt lasse ich dich gehen. Ich werde dich nicht vergessen. Lieber Stefan, ich danke dir. Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Diese Ehre hast du mir geschenkt. Und alles, was mir bleibt, ist die Dankbarkeit. Das gilt genauso für die letzten paar Tage, die wir gemeinsam verbracht haben, als auch die letzten 3 Jahrzehnte. Die Lücke, die du hinterlässt, ist groß. Du wirst immer präsent sein. Im Moment überwiegt die Ohnmacht und die Fassungslosigkeit. Es fühlt sich grotesk und unwirklich an, überhaupt etwas zu diesem Anlass zu sagen. Verzeih mir, ich kann mit Trauer nicht gut umgehen. Und noch viel weniger mit einer Trauerrede. Der Schmerz ist brutal. Es gibt Menschen wie du, mit denen man von ersten Augenblick an vertraut ist, ohne genau sagen zu können, warum. Ein Blick, ein Lächeln, ein dummer Spruch oder auch ein schlauer. Egal, ein Kennenlernen und ein Erkennen. Aus dem Gefühl der Vertrautheit entsteht eine tiefe Freundschaft. Treue, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zeichnen dich aus. Deine Beharrlichkeit und Gradlinigkeit haben mir immer imponiert. Ja, manchmal anstrengend, aber es hat dich ausgezeichnet und besonders gemacht. Nicht zu vergessen hat dein Ehrgeiz uns unter anderem dazu gebracht, die grünen Pfeilgiftfrösche in Nicaragua zu finden und zu filmen. Neben vielen weiteren Abenteuern und Erlebnissen, die du mit und die du möglich gemacht hast. Du warst bei mir nie nachtragend, obwohl du mehrfach Grund dazu gehabt hast. Selbst als ich uns beinahe in den Tod gefahren habe, wir aber nur mit einer Reifenpanne wieder auf der Sandpiste endeten, habe ich keinen Vorwurf von dir gehört. Es war ein klassischer Anfängerfehler. Du sagtest, oh, schau mal dort, die Straußen und Zebras. Zeigtest nach links und ich folgte deinem Hinweis nur allzu getreu. Ich hatte noch nie so eine wilde Tierherde gesehen. Danach waren wir leider den Tieren, aber auch den großen Fels- und Steinbrocken näher dran, als mir lieb war. Du hast mir den kleinen Schlenker auf jeden Fall schnell verziehen. Selbst als ich unser Wagenheber als unbrauchbar herausstellte, hast du die Ruhe bewahrt. Wir hatten zwar genug zu essen und zu trinken, aber in der Wüste, 300 Kilometer von der nächsten Tankstelle entfernt, nach einem fast Totalschaden, kommen einem ja schon so ein paar Gedanken. Und ich hätte auch verstanden, wenn du sauer gewesen wärest. Die Engel an diesem Tage waren auf unserer Seite und es kam ein Minibus mit japanischen Touristen, mit einem funktionierenden Wagenheber. Nach der Anzahl der Fotos, die die gemacht haben, waren wir wohl das Aufregendste, was sie bis dahin auf ihrer Afrika-Tour gesehen hatten. Man konnte es ihnen aber nicht verdenken. Du warst da mit all deiner Statur und Größe, wie in einem klassischen Werbevideo. Oberkörperfrei, braun gebrannt, Öl verschmiert, Dreck von den Reifen an deinen Händen und im Gesicht. Ja, das war schon fotografierenswert. Mann, Mann, Mann.
was zu sehen. Schwamm drüber. Wir konnten schlussendlich weiterfahren und es war wieder mal eine bemerkenswerte Reise mit dir. Du hast die ganze Welt gesehen. Du hast Länder und Leute kennengelernt und deine Familie und Freunde sehr geliebt. Ich weiß nicht ganz genau, wie du das immer alles gestemmt hast, aber verdammt nochmal, du hast es getan. Das ist, was zählt. Ich vermisse dich. Ich sag Namaste, mein lieber Freund. Und besser und true. Kommt zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes, eilt herbei, Engel des Herrn, nehmt seine Seele auf. Tragt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Es empfange dich, Christus, der dich berufen hat, und die Engel mögen dich geleiten in Abrahams Schoß. Nehmt seine Seele auf. Tragt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. O Herr, gib seiner Seele die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr. Tragt sie vor das Angesicht des Allerhöchsten.
In deine Hände, gütiger Vater, legen wir das Leben deines Kindes Stefan und wir hoffen zuversichtlich, dass er bei Christus ist. Wir danken dir für alles Gute, mit dem du ihn in seinem irdischen Leben beschenkt hast, und wir danken auch für das Gute, das wir durch ihn erfahren durften. Wir bitten dich, nimm ihn jetzt auf zu dir und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir für immer. Uns aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, dass wir einander beistehen und trösten, auch mit der Botschaft des Glaubens, bis wir alle einmal vereint sind bei dir, in deinem Reich des Lichtes und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Zeugen dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich dort empfangen und durch Christus, der auch für dich gestorben ist, soll ewiges Leben dich erfreuen. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott, von dem aller Trost kommt, der uns Menschen aus Liebe erschaffen hat und der uns in Christus die Hoffnung auf die Auferstehung geschenkt hat. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und in seinen Frieden. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grab auferstanden ist. Gewähre euch der gute dreieinige Gott, Vater und der Sohn und der Heilige Geist. O Herr, gib Stefan die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Er lass ihn ruhen in Frieden bei dir für immer.